eine Königsmakrele so in Stimmung wie das Beobachten eines 73-Jährigen, wie er ein Double Bogey schlägt. Dass sie die Gewässer vor Baton Tordou als Laichplatz gewählt haben, zeugt von ihrer Liebe zum Seejungengolf. Mittlerweile gibt es eine Regelung, die diese beschädigten Golfschläger vor der Verwahrlosung bewahrt hätte. Heimtückische Raubtier, scheinbar ständig auf Nahrungssuche, verfolgt seine Beute. Wer nach Einnahme dieses Medikaments einen Priapismus hat, sollte trotzdem davon absehen, bei sich selbst einen Aderlass vorzunehmen. Vom Appetit angetrieben, verfolgt sein einziges Ziel: zu fressen und sich zu entwickeln. Thank you.
Sobald die Kiemen austrocknen, ist es Zeit, dass der Hai ins Wasser zurückkehrt. Streit darüber, ob ein Pudel-Wheaton-Terrier-Mischling eher Woodle oder Weedle genannt werden sollte. Der größte Mako, der jemals gefangen wurde, wog 805 Pfund. Zur Veranschaulichung, das entspricht 1000 Dosen Tomatensuppe. Manche Haie sind Plünderer, die wahllos alles konsumieren, was auch nur annähernd essbar erscheint. Golfer ärgern sich mit diesem Par-7-Ungetüm herum. Es ist durchweg das schwierigste Loch auf dem Platz. Im Meer, wo töten oder getötet werden die Regel ist, bieten leistungssteigernde Mutagene Vorteile, die über Leben und Tod entscheiden können. Die Vorbereitung wird immer. Nachdem der Hai mit seinen abscheulichen Verbrechen davongekommen ist, wurde jetzt ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt. Als ich noch ein Junge war, dachte ich, ich würde später Golfspieler werden. Aber ich versenke verdammt nochmal viel lieber Hai als Panzer. Manchmal müssen auch Haie genug Masse aufbauen.